Ja, das ist ja... Amanda, we're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. The slate will be totally wiped clean. Hey, everybody, pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me. Amanda, it was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. Slow and steady, T. Slow and steady. His name is Dave Norton. Nice guy. Realist. He gets the glory. I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? Alright, you want to live? Tell me you want to live. Work this out. Work this out. Hm. Ja, also hier wollte ich auch nicht unbedingt mein ganzes Leben verbringen. Da, wo es nur schneit und nur schneit und nur schneit. You don't need to know. Trust me. Nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy. Be normal. It ain't supposed to go down like this. Hm. Noch 500 Meter. Wird sich bestimmt was rausstellen hier. So, und hier sind wir. Baby, we are home free. It's over. This is fucked, man. The thing is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Everything is done. So, begib dich zu deinem Grab. Na schön, schöne Scheiße. Zum eigenen Grab begeben. Am Ende ist da schon ein tiefes Loch drin. Weil der Trevor schon rumvorwerkt hat. So, wo wurden wir begraben? Noch weiter oben. Ach, Herr Jemine. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! 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 Hey, hey, hey. Trevor Phillips! Mr. Chow has requested a word! Hey, ho, ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, tell him to me!
Get the boyfriend! Boyfriend? Lover? Was? Wichser? Steig in das Auto. Ja, würde ich ja gern. Eieiei. Komm schon raus da. Komm schon raus. Wow. Eieiei. So, T, du hast wirklich seltsame Freunde. Oh Gott, wir haben Sturmgewehr, jawohl. So. Eieiei. Steht direkt neben uns einer. Ich glaube, der lebt sogar noch, jawohl. Der nicht mehr. Der auch nicht mehr. Eieiei. Es sind wirklich richtig viele hier. So. Trevor, du Arsch. Wow. Diesmal richtig verschrottet worden. Tja, dem anderen hinterher rennt, wäre wohl nicht mehr gewesen. Wow. Ich muss mich jetzt hier verstecken. So. Eieiei. Und da hinten schießt auch irgendjemand die ganze Zeit. Ey, Affen, ihr habt wirklich den Falschen erwischt. Also ohne Scheiß jetzt. So, der ist hin. So. Jawohl. Wow, da kommt der nächste raus. Eieieiei. Eieiei, hinter dem Grabstein verstecken am besten. So, schnell hier rüber. Und weiter geht's. Am besten hier verstecken. Ja, wenn das Wetter besser ist, am besten reden. Na, komm raus da. Haha. Der steht nochmal auf. So. Müssen wir wirklich raus hier? Oh Gott, da kommt noch jemand an. Am besten rennen, 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 rennen und zum Auto. Gott, oh Gott. Trevor. Fuck! You got nowhere to go, boyfriend. Alright, alright. Get out the fucking car. Hm. Scheiße. Jetzt haben uns die Chinesen, was auch immer die mit uns wollen, und fliegen uns wieder zurück, wa? Ne, Trevor fliegt zurück. Fliegt zum Flugplatz von Sandy Shores. Tja, Trevor, jetzt hast du alles rausgefunden. Warum müssen wir jetzt fliegen? Kann ich nicht selber fliegen? Ich hab keinen Bock, jetzt so lange zu fliegen. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips. This is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Yeah. The ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, oh,
cost, so I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Huh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover! Yeah, right! That's a tough break. I never want to double-cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Ei, ei, ei. Cheng Sir. Gott, oh Gott, wird Michael auch noch drauf gehen? Wegen Trevor, dem hinterhältigen Aff. So. Hey, du Verrückter, Treffen bei mir zu Hause. Was, Lamar? Was will der denn? Ach, hier ist ja schon die Landebahn, nicht wahr? Na, dann fliegen wir mal zurück. Und nutzen die Landebahn. Wie es sich gehört für einen Anflug hier. Müssen wir nochmal eine Kehrtwende machen. Kriegen wir aber schon hin, alles kein Problem. Alles kein Problem. So. Wow. Wow. Hey, scheiße, wie kann man denn die Räder ausfahren? Das weiß ich nicht mehr. Jetzt wollte ich so landen. Och, scheiße, Mann. Nur weil ich nicht mehr weiß, wie man die fucking Räder ausfährt, ey. Das gibt's doch nicht. Och, jetzt müssen wir wieder von vorne fliegen. Ach, Leute, es ist... Es ist zum Kotzen. Wie kann man jetzt die Räder ausfahren? Wenn man Sachen vergisst, ist das scheiße. Mal jetzt ein bisschen rumprobieren. Nee, so nicht. So auch nicht. Blue X, das ist bloß das Radio. Das wäre auch ein... Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Oh yeah. Massive E-head, backed out a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. We've been watching you, Phillips. Your operations causes problems with our plans for expansion. And since you're not a viable business partner... Whoa, viable? What the fuck is that? We have your lover, Phillips. From the trailer. My lover? Yes, Michael DeSanta. You live with him with your maid. He's in our custody now. Give yourself up, and he will live. Okay. All right, yeah. No, of course, man. That's a tough break. Look, you guys deserve each other. Hold on to that fat traitor, and feel free to torture him to your heart's content. You'll save me the trouble. Oh, jetzt hat er aber ganz anders geantwortet wie vorhin. Jetzt hat er gesagt, foltern Sie ihn so sehr, Sie möchten. Sind die Gesprächsoptionen so verschieden? Vorhin hat er noch gesagt, oh ja, mein, sagen Sie ihm, dass ich ihn liebe und sowas. Hat er jetzt nicht gesagt. Das ist ja merkwürdig. So. Wie kann man jetzt hier... Okay, da fliegt er. Wie kann man jetzt hier... Wie kann man jetzt hier... Nee. Nee, da ist doch die Landebahn oder irgendwo. Oder da, hier ist doch die Landebahn. Wie konnte man nochmal landen? Verdammt. Leute, wie ging das?
Wie ging das Landen? Select drücken oder so? Wir sehen nur die Kamera. So, irgendwo da sitzt die Landebahn, ne? Genau da. So, wie landet man das Ding jetzt? Wie landet man das Ding jetzt? Hey! Ich habe keine Ahnung, echt Leute. Ich lande es jetzt einfach so. So, weil ich sonst keinen Plan habe, wie man das Ding jetzt landet hier. Wie man die Räder ausfährt. Ich habe alles gedrückt gerade. Der Augenblick der Wahrheit. So. Ich habe hier im Steuerkreuz alles gedrückt. Links, rechts, unten, oben. Ich habe die ganzen Select-Tasten gedrückt. Ich habe hier Viereck, Kreis, X gedrückt. Dreieck konnte ich ja nicht drücken, sonst wäre er ja rausgesprungen. Also, keine Ahnung. Also das muss ich nochmal nachgucken, wie man da die blöden Räder ausfährt. Sonst wäre das echt eine perfekte Landung gewesen. Aber so, na, schade. Wer bist du denn? Ach, der hat die geparkt. Mit seinem Hund spazieren gehen. Okay. So, wo könnten wir jetzt hin? Zu die. Zu Devin. Haben wir gar kein Heli oder so parat stehen? Na, dann nehmen wir einfach die Carrier. Ganz einfach. Puh, wenn ich hier kein Heli hab. Wo ist mein Heli eigentlich hin? So, der besorgt sich nicht mal um seine Karre. Hört zwar wahrscheinlich, dass er die Karre angelassen wird und wegfährt, aber kümmert sich halt nicht drum. So, dann fahren wir halt wieder zurück. Wo ist denn eigentlich mein Heli hin und Co? Verstehe ich nicht. Alles weg, oder was? Ich dachte, Trevor hat ein Heli. Den Trevor Phillips Industries Enterprises Heli. Naja, wenn er halt weg ist, ist er weg, ne? Können wir nichts machen. So, dann begeben wir uns mit Vollgas zurück und nehmen mal wieder eine Devin-Mission an. Heißt also, wir kümmern uns um ein weiteres Auto. Ich hoffe mal um das letzte Auto. Weiß nicht, ob es wirklich garantiert das letzte Auto wird, aber hoffen wir es doch mal. Und ich bin gespannt, was jetzt aus Michael wird, wie es da jetzt weitergeht. Da müsste doch demnächst bestimmt auch wieder eine Mission kommen. Oder Franklin oder irgendwer, und die machen sich dann zusammen auf den Weg, um Michael aus der Scheiße zu holen. Also ich weiß es nicht. Oder wir werden es Michael zurückgeswitcht und müssen da sehen, wie wir uns selber freiboxen. Keine Ahnung. Ach, hier mit Anhänger sogar ein paar Autos. Auch nicht schlecht. Oh, da kommt schon wieder ein Anruf rein. Patricia. Patricia, Mrs. Madrazo. Trevor. Oh, I miss you. All you boys. Miss you too. I can't speak for the other... boys. You're such good friends. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Okay, ständig muss er auflegen, wenn der Affe kommt. So, Trevor fährt schön in der Mitte, wie es sich für Trevor gehört. Ich war. So, wow, wir haben uns einen Unfall gebaut. Ja, tja, dieser Stadtverkehr. So schnell geht das. Wenn man da mal nicht aufpasst. Bumm, Unfall gebaut. Und das war's. So, wir sind jetzt hier zwar... Wow, ja, wir sind jetzt hier zwar schon längst im Stadtverkehr, wollte ich gerade sagen. Aber wir rasen natürlich trotzdem weiter, wie als wären wir auf der Autobahn. Wir wollen ja schnell zum Devin kommen. Und da endlich vielleicht mal die letzte Karre... zu besorgen. Ich dachte eigentlich vorhin, das wäre schon die letzte Karre gewesen.